Hey, ich bin Timo und das hier ist ein Review zu diesem kirschigen Duft hier. Lost Cherry von Tom Ford. Den checken wir heute mal aus. Was sagst du? Du willst in Zukunft noch viel mehr auschecken? Dann lass ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen. Und was sagt ihr auch noch? Du kennst diesen Duft schon? Dann mal in die Kommentare schreiben, wie du ihn findest. Wie ist bei dir die Haltbarkeit, die Sillage? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie findest du diesen Duft? Ich will einfach alles wissen von dir. Also jedenfalls, was mit diesem Parfum zu tun hat, ne? Keine wilden Schweinereien, okay? Ich würde mal sagen, fangen wir an, von außen nach innen uns da mal durchzuarbeiten. Und wir starten mal mit dem Flakon, beziehungsweise mit der Verpackung. Starten wir das Ganze mal mit der Präsentation des Duftes. So kommt er angeliefert, ne? In einem Pappkarton. Befreien wir mal den Flakon von diesem Pappkarton, kommt unser eigentlicher Schatz ja zum Vorschein. Diesen gibt es in 30, in 50, aber auch in 100 ml. Hier könnt ihr einen 50 ml Flakon bestaunen. Ein Glasflakon mit einem Plastikdeckel. Ihr kennt dieses Flakondesign ja mittlerweile auch schon. Zum Beispiel auch vom Oudwood oder Mandarino d'Amalfi. Ja, die haben alle die gleiche Form und ich denke mal, ihr kennt den Flakon schon, oder? Kommen wir zum wichtigsten Kapitel, und zwar zum Duft selbst. Wenn du jetzt denkst, Lost Cherry, verlorene Kirsche, vielleicht ist Kirsche ganz subtil hier nur drin. Wirklich, man nimmt die kaum wahr, das ist eigentlich keine richtige Kirsche. Nein, 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 nein. Das hier ist Kirsche all over the place, ja? Du magst keine Kirsche, dann ist das hier eigentlich schon ein Dealbreaker. Dann brauchst du ihn quasi gar nicht riechen, denn hier ist wirklich Kirsche, wirklich in jeder Pore dieses Duftes hier drin. Er könnte auch Lost in Cherry heißen, denn das hier ist ein Kirschgeruch. Okay, das will ich damit sagen. Und ja, Timo, sag doch mal, wie riecht Lost Cherry? Stell dir mal folgendes Beispiel vor, auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Ja? Du gehst in einen Kirschladen, die haben wirklich alles. Alles, was irgendwie mit Kirschen zu tun hat. Ja? Du machst die Tür auf und dir springt die Farbe Rot überall ins Gesicht. Ja? Und du hast die Türen auf und siehst gleich, oh, Schwarzwälder Kirschtorten, oh, ja, hm. Dann drehst du dich so zur Seite, oh, die haben auch Kirschlollis und andere Kirschsüßigkeiten. Dann gehst du weiter, oh, Kirschlikör rieche ich auch ein bisschen, hm, das ist aber interessant. Dann gehst du weiter, oh, die haben sogar Kirschen mit Mandeln gemischt, oh, so ein kleiner Twist noch, echt interessant. Und dann gehst du fast schon wieder raus aus dem Laden und bemerkst, dass im Store überall Holzboden liegt. Ja, so kann man das auch sagen. Oder mit anderen Worten, Kirsche mit Kirsche und Kirsche mit ein bisschen Mandel und ein ganz bisschen Holz. Das hier ist dieser Duft. Ja? Der ist sehr, ich glaube, ich habe das Wort sehr oft gesagt, sehr kirschlastig. Wirklich. Alles, was es so an Kirschen gibt, ist hier drin. Ein süßer Gourmand und ein absoluter Duft für Kirschliebhaber. Kommen wir zur Einsetzbarkeit von Lost Cherry und die sehe ich überall da, wo du noch Kirsche riechen willst. Ganz, ganz einfach. Das heißt, von den Jahreszeiten kannst du den quasi immer nehmen. Vom Event her, den könntest du auch im Büro nehmen, aber tendenziell eher im Freizeitbereich. Du gehst los mit deinen Freunden, du feierst, ja, vielleicht auch ein Date. Da passt der sehr, sehr gut und das ist weder zu männlich noch zu weiblich. Ich finde, Kirsche ist einfach Unisex, ja, und von daher absolut Unisex. Machen wir weiter mit der Haltbarkeit und die ist ganz solide. Preis-Leistung ist noch ein anderes Thema, aber wenn man nur diesen Duft an sich betrachtet, ist das einfach absolut okay. Ich würde mal sagen, eine 7 von 10 für Haltbarkeit und Sillage. Den nehme ich, ja, wenn ich im Büro 7, 8 Stunden bin, schon noch wahr, aber der projiziert jetzt nicht en masse, ja. Ist dann schon eher hautnah. Und bei Parfumo hat er auch eine 7 und absolut richtig. Ja. Da sage ich, da hat die Masse recht, eine 7 von 10. Da mache auch ich mit und sehe es genauso. 7 von 10 für die Haltbarkeit und Sillage für Lost Cherry. Abschließend ein Fazit. Für 30 ml musst du so um die 160 bis 180 Euro auf den Tisch knallen. Was bekommst du hier? Einen Kirschduft. Kirsche, 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 Kirsche. Und ein paar Mandeln und ein bisschen Holz. That's it. Also recht eindimensional. Haltbarkeit ist okay. Ja, Sillage ist so okay. Preis-Leistung, ja. Klar, es steht Tom Ford drauf und Tom Ford kann sich das leisten, so ein bisschen mehr Geld zu verlangen. Ja, gut und schön, aber
das ist einfach was für Kirschfreunde. Du magst Kirsche nicht? Skip. Dann wird das, denke ich mal, nichts für dich sein. Aber klar, du magst Kirsche, du willst auch ein bisschen mehr Geld ausgeben? Ja, du kleiner Kirschfreund, dann wird das schon genau dein Duft sein, auch wenn er natürlich recht bekannt ist und oft getragen wird, aber das ist uns ja egal. Hauptsache der Duft ist gut und ja, check ihn aus, wenn du es kirschig magst. Da sind wir auch schon am Ende des Videos und jetzt bist du dran. Wie findest du denn, kleine süße Kirsche, diesen kirschigen Duft hier, ja? In die Kommentare damit. Und wenn du jetzt noch Zeit hast für ein bisschen Zärtlichkeit, dann frag deinen Typen oder dein Girl, aber ich kann dir halt noch Videos anbieten, und zwar das hier und das hier. Und dann sehen wir uns bald wieder, du kleine süße Kirsche. Ja, ich schnüffle mal kurz dran. Ja, wie ich es beschrieben habe. Viel Schwarzwälder Kirsch, Torte. Ja, Kirsche, 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 Kirsche.